Nur fliegen ist schöner, völlig losgelöst von der Erde. Wenn auch nur kurz. Schwerelos, einem Vogel gleich. Befreit vom eigenen Gewicht, ein uralter Traum. Das Gefühl, in der Schwerelosigkeit einfach zu schweben, nicht den Körper tragen zu müssen, ist sehr schön. Nur wenige Auserwählte haben es je verspürt. Schwerelosigkeit, befreit von der Anziehungskraft der Mutter Erde. Gelegentlich dürfen auch Normalsterbliche einen Eindruck davon bekommen, wie es ist, wenn man abhebt. Und der Erdenschwere entfleucht. Wir Menschen bestehen aus einem Körper, Fleisch und Blut. Wir wollen erleben. Ein vor dem Raumfahrtzeitalter unbekanntes Erlebnis für den Menschen. Doch die Schwerelosigkeit ist ein Zustand, für den der irdische Körper nicht geschaffen ist. Nur geschützt im Raumanzug kann der Erdbewohner den Ausflug ins All überleben. Mühsam und vor allem teuer ist eine solche Expedition. Geht es nicht auch billiger? Kann man nicht eine Versuchseinrichtung entwickeln, in der man zumindest für kurze Zeit Schwerelosigkeit auch auf der Erde erzeugen kann? Es geht, wenn auch nur für kurze Zeit, die Gesetze der Schwerkraft auszuhebeln. Eingeladen hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Seinen Gästen soll ein seltenes Erlebnis widerfahren: Schwerelosigkeit. Die Teilnehmer starten zu einem Parabelflug. Die einzige Möglichkeit, in Erdnähe Menschen für einen kurzen Zeitraum in die Schwerelosigkeit zu versetzen. Diese Flüge finden statt, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen und Astronauten auf ihre Missionen im All vorzubereiten. Doch im Flieger ist auch Platz für Schwerelosigkeitstouristen. Der umgebaute Passagierjet fliegt dabei Wurfparabeln nach. Im extremen Steigflug wird der Schub gedrosselt. Im anschließenden antriebslosen Fall erleben die Passagiere Zero-G, null Gravitation, Schwerelosigkeit. Ein Abenteuer, vor allem für den Magen. Das sind die gefährlichen Phasen der Parabel. Während diesen Phasen legen sich die kleinen Haare in ihrem Ohr zur Seite. Das suggeriert, dass sie in einem ruhenden Zustand sind. Wenn sie nun den Kopf bewegen, melden die Augen an das Hirn, du bewegst dich. Daraus entsteht ein Konflikt, sie müssen sich übergeben. Also bewegen Sie in diesen Phasen des Fluges niemals den Kopf. Außer man ist seefest. Mit an Bord des Fliegers ist Jean-François Clairvoy. Der Franzose flog 1994 zum ersten Mal ins All. Ich habe mehr als 2000 Parabelflüge hinter mir. Ich kenne das Gefühl mittlerweile sehr gut. Aber als ich das erste Mal ins All geflogen bin, als nach 8,5 Minuten der Antrieb abgestellt wurde, das war sehr schön. Es war ein absolut entspannter und angenehmer Zustand. Der Testpilot der französischen Luftwaffe war 3-mal mit dem amerikanischen Space Shuttle in der Erdumlaufbahn. Doch selbst für so erfahrene Raumfahrer ist ihr schwereloser Körper ein besonderes Erlebnis. Du schließt deine Augen und du vergisst sofort deinen Körper. Er ist nicht mehr da. Er ist einfach verschwunden. Du bestehst nur noch aus deiner Seele. Du bist ein Gedanke. Du verlierst das Gefühl, einen Körper zu haben. Das ist wirklich einmalig. Nicht allen Gelegenheitsastronauten ist wirklich bewusst, auf was sie sich eingelassen haben. Nur die Musikbegleitung kennt man schon. Aus Stanley Kubricks Weltraum-Odyssee 2001. Doch nicht schweben, sondern fallen ist hier angesagt. Kontrollierter Absturz Richtung Erde und das nicht nur einmal. 2.500 Meter fällt die Maschine in die Tiefe, bis die Piloten sie abfangen. Nicht jeder Magen macht das mit, so wird bereits am Boden vorgesorgt. Die Spritze vor dem Start ist Pflicht. Das ist Scopolamin, das hilft gegen die Übelkeit. Seit 1999 veranstaltet das DLR diese Parabelflugkampagnen.
Der Airbus A300 Zero-G ist das größte fliegende Labor der Welt und ein Flugzeug, das den Träumen der Kindheit Flügel verleiht. Für mich gut, ich bin sehr gespannt. Das ist ja meine Vorbereitung für meinen Flug zum Mond, den ich irgendwann zur Lebzeit noch tun werde. Insofern sehe ich das heute als guten Test für mich. Mensch und Mond. Die bleiche Kugel am Nachthimmel als sichtbares Zeichen überirdischer Fantasie. Grundlagen für den Flug in die Schwerelosigkeit schufen Denker und Visionäre. Wie schon Kopernikus setzte auch Galileo Galilei die Sonne ins Zentrum des Planetensystems. Und landete dafür abrupt vor der Heiligen Inquisition. Fast zeitgleich beschrieb der Astronom Johannes Kepler die Bahnen der Planeten um die Sonne. Doch erst ein Apfel brachte den Stein ins Rollen. Der englische Forscher Isaac Newton stellte sich die Frage, was die Planeten auf ihrer Bahn hält. Und warum ein Apfel immer senkrecht vom Baum auf die Erde fällt. Der fallende Apfel soll ihn zu seinen Gravitationsgesetzen geführt haben. Eine Legende, doch veranschaulicht das Fallobst verständlich die Gesetze der Schwerkraft. Newton schrieb sie in seinem Werk Principia Mathematica nieder und veränderte damit die Welt. 1961 wurde der Russe Juri Gagarin in eine Kapsel gesteckt und in die Umlaufbahn geschossen. Er war der erste Mensch, der Anziehungskraft der Erde wirklich entfloh. Doch angeschnallt in seinem Sitz konnte Gagarin nur wenig von der Schwerelosigkeit spüren. Anders sein Kosmonautenkollege Alexei Leonow. Der wagte 1965 den wahren Schritt ins All. Zehn Minuten schwebte Leonow im Weltraum über seinem Heimatplaneten. Das wollten auch die Amerikaner erleben. Und so öffnete der US-Astronaut Ed White 3 Monate nach Leonow die Luke seines Raumschiffs und trat hinaus ins Nichts. Für ihn ein so überwältigendes Erlebnis, dass er keine Lust verspürte, den Spaziergang abzubrechen. Erst nach wiederholter Aufforderung kehrte er zu seinem Kameraden in die Kapsel zurück. Ed White sollte zum Mond fliegen, doch er verbrannte bei einem Bodentest in der Kapsel von Apollo 1. Der Mond wurde von anderen erobert. Auf dem Erdtrabanten herrscht nur ein Sechstel der Erdschwerkraft. Die Leichtigkeit des Seins. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. No, May. May. May is the month. May, that's right. May is the year of the month. I was taken by surprise by a pair of roguish eyes. In a moment my poor heart was stole away. Also ich fand's toll. Das Gefühl, in der Schwerelosigkeit einfach zu schweben, nicht den Körper tragen zu müssen, ist sehr schön. Ist sehr erleichternd. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass man überhaupt einen Körper hat. Man hat das Gefühl, man hat keinen mehr. Weil, wenn ich jetzt hier sitze, merke ich meinen Körper. Ich sitze auf dem Po, ich merke meinen Körper, Po und sage mir, aha, mein Po, den ich jetzt fühle, das bin ich. Und wenn Sie da oben sind, sagen Sie, ho, wo ist mein Po? Ich fühle keinen Po. Wo ist überhaupt mein Körper? Dann macht man ein bisschen so und dann merkt man, ah, hier ist Körper, das bin ich. Aber wenn Sie gar nichts machen, fühlen Sie nichts und sagen, hey, ich habe keinen Körper und ich brauche nichts tragen und toll, ganz toll. Wir sind daran gewöhnt, dass ein Mensch, der in die Höhe springt, sofort wieder herunterkommt. Die Erdanziehungskraft holt ihn zurück. Wenn aber gleichzeitig mit ihm auch der Boden fällt, dann schwebt er sozusagen. Dann ist er schwerelos. Doch nur, wenn kein Luftwiderstand wirksam ist. Nach diesem Prinzip funktionieren auch die Parabelflüge. Experimente aller Art werden so in annähernder Schwerelosigkeit durchgeführt. Etwa 20 Sekunden Zeit haben die Astronauten und Wissenschaftler bei jeder geflogenen Parabel. Bei solchen Flügen wird auch neue Technik erprobt, wie hier der Raumanzug für zukünftige Marsmissionen. Doch für Langzeitversuche und um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den Menschen zu studieren, muss man ins All.
Mit einer umgebauten Saturn-V-Rakete, der Mondrakete, schossen die Amerikaner 1973 das Weltraumlabor Skylab in die Erdumlaufbahn. In einer Höhe von 440 Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von knapp 8 Kilometern pro Sekunde flog Skylab um die Erdkugel herum. Die auf die Raumstation wirkende Zentrifugalkraft gleicht die Erdanziehungskraft aus. Das Labor ist im freien Fall um den Planeten. Die Besatzung schwerelos. Oben und unten existieren nicht mehr. Eine neue Welt. Mit seltsamen Eigenschaften. Zum ersten Mal gewann man Erkenntnisse über die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Organismus. Die Astronauten führten zahlreiche wissenschaftliche Experimente durch. Obwohl viele dieser Anwendungen noch sehr theoretischer Natur sind, werden wir schon bald im Alltag davon profitieren. Wir untersuchen auf Skylab sehr genau das Verhalten von Flüssigkeiten und gewinnen hier interessante Erkenntnisse für neue Technologien. Doch das Forschen in der Schwerelosigkeit der Erdumlaufbahn ist teuer erkauft. Orbitale Versuchsstationen haben einen sehr schwierigen Zugang. Es kostet sehr viel Geld, es kostet sehr viel Zeit. Und die Idee lag eigentlich nahe, kann man nicht eine Versuchseinrichtung entwickeln, in der man zumindest für kurze Zeit Schwerelosigkeit auch auf der Erde erzeugen kann. Und so baute man in Bremen einen hohen Turm und darum herum das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, kurz CARM. Hier wird in der Schwerelosigkeit geforscht. Im Fallturm lassen wir Experimente in Fallkapseln fallen. Die Fallkapsel entspricht im Prinzip dem kompletten Labor, wie wir es am Boden auch hätten. Während dieser Freifallzeit herrscht halt dann Schwerelosigkeit. Wir bringen die Kapsel in den Fallturm ein, ziehen sie nach oben, pumpen dann die Luft aus der Fallröhre, damit nachher nichts den Fall bremst, und lassen dann dieses Labor, die Fallkapsel, frei nach unten fallen. Das Prinzip des vom Baum fallenden Apfels beschert den Wissenschaftlern 4,5 Sekunden Freiheit von der Erdschwere. Die Idee für den Bau des Turms kam von Professor Hans-Josef Rath. Unter seiner Leitung wurde 1988 im Technologiepark der Universität Bremen mit dem Bau des Fallturms begonnen. Bis zu seinem Tod im September 2012 leitete der Wissenschaftler das Raumfahrttechnologiezentrum der Universität Bremen. Der Fallturm hat ähnliche Abmessungen wie die Saturn-V-Mondrakete. Seine Spitze symbolisiert den Bezug zur Weltraumforschung. Der Turm ist sichtbares Zeichen für das international angesehene und von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt genutzte Großlabor für Schwerelosigkeit. Wir sehen die Fallkapsel, die in dem Fall so lang ist, dass sie fast gar nicht in die Abbremskammer passt, die wir in zwei Teile zerlegen müssen, damit wir überhaupt hier reinkommen. Und die wird jetzt für das nächste Experiment vorbereitet. Während der Freifallzeit in Schwerelosigkeit untersuchen wir die Selbstzündung von zwei benachbarten Brennstofftropfen. In der Kapsel befindet sich ein komplettes Labor inklusive Laser, Kameras und Messtechnik. An das untere Ende der Fallkapsel wird zum Abschluss eine Spitze montiert. Sie verringert den Aufschlagimpuls, wenn die auf 167 Stundenkilometer beschleunigte Kapsel in den Abbremsbehälter rauscht. Die komplett montierte Kapsel wird nun 120 Meter in die Höhe gezogen. Die Kapsel hängt oben, wird fallen gelassen, ist zuerst sehr langsam, spürt also sehr wenig Luftwiderstand, wird mit der Zeit immer schneller und würde immer mehr Luftwiderstand spüren und abgebremst werden. Wir hätten keine
Mikrogravitation, keine Schwerelosigkeit. Deshalb müssen wir evakuieren. Die Fallröhre wird druckdicht verschlossen. Dann beginnt das Absaugen der Luft aus der Röhre. Etwa 2 Stunden dauert dieser Vorgang der Evakuierung. Luftleer muss es sein, das künstliche Weltall von Bremen. Vorteil einer Fallanlage am Boden ist eine sehr, sehr gute Qualität der Schwerelosigkeit, tatsächlich sogar die bestmögliche, besser als wir sie im All erreichen können. Wir können, was wir heute nicht gut gemacht haben, morgen besser machen. In der Raumfahrt müssen wir 10 Jahre warten, bis wir vielleicht noch mal eine Chance bekommen. Bis zu 800 Experimente im Jahr führen die Wissenschaftler in Bremen durch. Aus dem Kontrollraum wird der gesamte Vorgang überwacht. Zurzeit sind wir dabei, den Turm zu evakuieren. Das heißt, wir ziehen die Luft aus dem Turm heraus. Die Anlage ist natürlich entsprechend stabil gebaut. Der gesamte Turm besteht aus einer langen Stahlröhre, die außen herum Ringstreifen hat, damit ein Implodieren nicht passieren kann. Also wenn ich jetzt eine Tüte nehme und ziehe da dran, dann zieht die Tüte sich zusammen. Und damit dies beim Turm nicht passiert, hat er entsprechende Ringstreifen und ist technisch entsprechend ausgelegt. 1700 Kubikmeter Luft saugen die Pumpen aus der Stahlröhre. Währenddessen richten die Wissenschaftler ihr Experiment ein. Wenn es soweit ist, bestimmt der Experimentator, wann der Flug stattfindet. Wir geben im Prinzip nur das Fenster vor und sagen, jetzt könnt ihr. Die Wissenschaftler übernehmen nun die Kontrolle. Die letzten Kabelverbindungen werden von der Kapsel getrennt. Das Labor ist bereit für den Flug. Freigabe bitte. Der Moment des Starts. Leise und spektakulär. Abwurf. Der Haltehaken wird gelöst. Das Labor fällt. Nach 4,5 Sekunden Schwerelosigkeit taucht das Labor in den mit Styroporkugeln gefüllten Abbremsbehälter ein. Von 167 Stundenkilometern auf null in nur 5 Metern. Die Wissenschaftler beginnen mit der Auswertung. Wir gucken uns die Ergebnisse grob mal an, um zu sehen, ob wir für den Abwurf heute Nachmittag genauso weiter verfahren können. Die genaue Auswertung, das passiert alles später, aber eine grobe Abschätzung, ob alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist in diesem Fall so. Deshalb können wir für den Abwurf heute Nachmittag genauso weitermachen. Die zweite Chance am Nachmittag. Der große Vorteil der Forschung auf dem Raumschiff Erde. In Berlin sind die Schwerelosigkeitstouristen nun bereit zum Check-in. Der Parabelflug ist als Rundflug deklariert. Und auf diesem Flug wird es im wahrsten Sinne des Wortes rund gehen. Das Prozedere vor dem Start ist bekannt. Alles wie bei einem Linienflug von Hamburg nach München. Wenn Sie können, dann springen Sie ins Wasser und ziehen hier dran. Wenn dieser nicht funktioniert, Sie haben noch einen. Wenn der auch nicht funktioniert, dann ist es nicht Ihr Tag. Der umgebaute Airbus A300 trägt den Namen Zero G, Null Gravitation, schwerelos. Gesteuert wird der Jet von französischen Testpiloten, die eine Wurfparabel exakt nachfliegen können. Die Kabine ist freigeräumt. Decke, Wände und der Boden sind gepolstert, denn die Passagiere werden hier den Boden unter den Füßen verlieren. Gleich geht er in den steilen Flug nach oben. Ich sitze hier und hinter mir ist mein Aufpasser, der sieht zu, dass ich nicht mit der Decke an den Kopf halte und dass wir weiter sprechen können, während ich mich drehe. Jetzt kommt das Countdown. Wir sind bei 5, 3 und steil nach oben. Jetzt werden wir ganz schwer. Der Körper fühlt sich total schwer an, als wenn Zentnerlasten auf einem liegen. Und das wird sich dann gleich sofort ändern. 30, bei 40. Und jetzt kommt die Schwerelosigkeit. Sie sehen, er dreht mich.
Ich bin jetzt mit dem Kopf unten, aber ich versuche, meine Form zu behalten. Er fasst mich wieder an. Jetzt fliege ich mit dem Kopf nach unten. Gehe an der Decke spazieren, wenn Sie so wollen. Aber jetzt muss ich auch langsam wieder runterkommen. Er dreht mich, sodass ich auf dem Boden ankomme, wenn wir wieder in die Schwerelosigkeit, aus der Schwerelosigkeit raus sind. Sonst fliegt man von der Decke nach unten. Jetzt haben wir gleich wieder normale Zustände. Man muss mit dem Blick einen festen Punkt fixieren, weil man sonst ganz furchtbar anfängt zu kotzen. Und so wird der Airbus Zero G auch gern mal nüchtern der Kotzbomber genannt. Poetisch klingt das anders. Lass dich treiben und schwebe, schwebe und lass dich treiben. Unterlasse alles Nachdenken darüber, wie schwer du eigentlich bist und lasse dich einfach etwas höher tragen. Douglas Adams in seinem Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Doch nicht etwa einem Vogel im Wind, sondern eher Fischen im Wasser gleichen die Teilnehmer des Parabelflugs. Das Schweben im Wasser hat so große Ähnlichkeit mit dem schwerelosen Zustand, dass die NASA einen riesigen Swimmingpool nutzt, um Astronauten auf ihre Missionen vorzubereiten. Mission Control am Beckenrand. Von hier aus werden die Experimente und die tauchenden Astronauten überwacht. Jeder später im All auszuführende Handgriff wird hier am 1:1-Modell unter Wasser getestet und eintrainiert. Werkzeuge werden hier entwickelt und auf ihre Tauglichkeit geprüft. Arbeitsanweisungen erstellt. Auch die Reparatur- und Wartungstrupps für das Hubble-Weltraumteleskop trainierten zuvor im Wassertank. Für solch komplexe Aufgaben sind Parabelflüge nicht geeignet. Zu kurz ist die Phase der Schwerelosigkeit. Doch für manche Experimente reicht die Zeit. Und für schwerelose Spiele. Bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts trainierten zukünftige Astro- und Kosmonauten auf solchen Flügen für ihren Aufenthalt im All. Die einzige Möglichkeit, den Umgang mit Raumanzügen und der Ausrüstung in einem Umfeld ohne spürbare Erdanziehung zu testen. Das Einzige, was man machen kann, sind halt diese Parabelflüge. Aber im Prinzip ist das nicht das richtige Gefühl der Schwerelosigkeit. Es sind ja nur 25 Sekunden. Ich weiß, nach 25 Sekunden kommt doppelte Schwere, sonst funktioniert das in diesen Parabelflügen nicht. Dann habe ich Angst vor der doppelten Schwere. Ich konzentriere mich auf das Ende meiner Schwerelosigkeitsphase. Das heißt, ich kann mich nicht in diese Schwerelosigkeit hineinfallen lassen, wie man das da oben kann. Ist was ganz anderes. Trotzdem vermitteln diese Flüge den Sternenreisenden einen Eindruck dessen, was sie im All erwartet. Wir wollen es auch erleben. Und jeder Physiker geht auch, wenn er Lust dazu hat, gerne auf die Achterbahn, weil er diese Kräfte einfach mal erleben will. Wir Menschen bestehen aus einem Körper, Fleisch und Blut. Wir wollen erleben. Ein außergewöhnliches Erlebnis, auch ohne Flug ins All. Das ist mir deutlich geworden, als einer derjenigen großen Denker unserer Zeit, der sich Zeit seines Lebens mit der Gravitation beschäftigt hat, nämlich Stephen Hawking, ja, der die Mathematik sozusagen der Gravitation mit entworfen hat, dass der den Wunsch verspürt, eher ein schwer behinderter, invalider Mann, diese Kraft, über die er theoretisch geschrieben hat, auch einmal selber zu erleben.
Ein Trainingsflug für den genialen Astrophysiker, der in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit auch für den schlichteren Geist die Zusammenhänge von Raum und Zeit erklären konnte. I have long wanted to go into space, and a zero-gravity flight is the first step towards space travel. I have been wheelchair-bound for almost 4 decades, and the chance to float free in zero-G will be wonderful. 8 Parabeln flogen die US-Piloten mit dem britischen Gelehrten und schenkten ihm so insgesamt 4 Minuten Erleichterung von seinen körperlichen Gebrechen. Nur knapp über 4 Sekunden bleiben den Wissenschaftlern des Bremer Fallturmes für ihre Experimente. Nachdem der Turm wieder mit Luft befüllt ist, muss das Labor aus dem Abbremsbehälter geborgen werden. 0G wirkten auf das Laboratorium während des Falls. Die 30-fache Schwerkraft wirkt beim Eintauchen in das Styroporgranulat. In diesem Topf voller Kunststoffkugeln steckt die Kapsel. Der Behälter ist 8 Meter tief und hat 1,60 Meter Durchmesser. Und er ist quasi bis oben hin gefüllt. Die Fallkapsel ist hineingefallen und etwa bis 5 Meter tiefer eingetaucht. Das Material hat sich als ideal erwiesen. Wir haben mit anderen Sachen noch Versuche gemacht. Die haben sich aber nicht als wirkungsvoll herausgestellt, weil sie halt nach der Kompression nicht wieder expandierten. Und dann sind wir auf Styroporgranulat gekommen und das hat sich als Optimum herausgestellt. Die Fallkapsel muss von dem Granulat befreit werden, bevor sie wieder auf den Boden zurückkehrt. Die kleinen Kugeln aus Styropor findet man in der ganzen Anlage. Zweimal am Tag können die Bremer Wissenschaftler ihr Labor durch die Röhre fallen lassen. Sollte am Vormittag etwas nicht nach Wunsch funktioniert haben, können die Forscher das für den zweiten Flug des Tages korrigieren. Mehrere dieser fallenden Labore stehen in Bremen zur Verfügung. Jedes mit einem anderen Versuchsaufbau bestückt. Nach dem Flug geht es wieder ans Rechnernetz der Wissenschaftler. Wir verbinden jetzt das System mit dem Servicewagen, sodass wir wieder eine Verbindung mit dem Kapselrechnersystem aufnehmen können und dass das Experiment für den zweiten Versuch heute neu geladen wird. In Europa ist der Fallturm einmalig und weltweit das momentan einzig in Betrieb befindliche Labor für Schwerelosigkeit. Der Turm ist aus Beton. In ihm steht die eigentliche Fallröhre. Das ist tatsächlich das Fundament nicht nur des Turmes, sondern ist auch das Fundament der Fallröhre, die von hier aus 110 Meter lang vollkommen frei im Turm steht, ohne jede Verbindungen, ohne jede Lastaufnahmen. Kann man sich vorstellen, wie im Verhältnis Durchmesser zu Länge, wie ein Bleistift, den Sie frei auf den Schreibtisch stellen. Und da sich hier nichts bewegt, reicht es also auch, den Turm mit diesen 8 Muttern festzuhalten, diese Röhre. Und diese Schrauben, weil das ja so gerade und frei steht, sind nicht mal wirklich festgeschraubt. Ich würde mich trotzdem nicht trauen, sie alle loszumachen. Ja, wir sind jetzt hier am oberen Ende der Fallröhre auf 120 Meter Höhe. Wir sehen das obere Ende, das Dach der Fallröhre und wir sehen auch ein bisschen, wie der Turm im Wind schwankt. Sie sehen, wie der Betonturm sich bewegt. Die Röhre bewegt sich so gut wie nicht. Bei Windstärke 12 macht der Turm etwa eine Amplitude von plus minus 12 cm, die Röhre plus minus 1 cm. Bei Windstärke 12 werfen wir aber nicht mehr ab. Das würde die Experimente zu sehr stören. Seit 2004 können die Wissenschaftler die Kapsel zusätzlich mit einem Katapult von unten nach oben schießen. Die Fallzeit verdoppelt sich somit.
9 Sekunden schwerelosen Zustand erreichen so die Bremer Wissenschaftler. Sinn und Wahnsinn, Kunst und Wissenschaft. Beim Bau des Fundaments verewigte sich der Maler A.R. Penck. In diesem Vakuumbehälter steht ein Zylinder drin und in diesem Zylinder wird ein Kolben bewegt. Der Kolben ist sehr, sehr leicht, eine Kohlefaserkonstruktion, muss ja schließlich mitbeschleunigt werden. Und auf den Kolben wird dann die Fallkapsel gestellt und zwar nicht auf ihrem gesamten Durchmesser, sondern tatsächlich nur auf 6 cm Durchmesser, auf das untere Ende der Spitze. Der Impuls des Katapults schleudert die Kapsel nach oben, antriebslos und somit schwerelos. Der Auffangbehälter schwenkt durch sein Eigengewicht in seine Position. Sobald die Fallkapsel den Beschleuniger verlassen hat, also keine Antriebskräfte mehr wirken, nur noch die Erdschwere auf die Kapsel wirkt, fällt die Kapsel schwerelos nach oben, wird langsamer und kehrt um und fällt auf der Achse wieder zurück. Wäre man selber in der Fallkapsel, würde man nicht merken, dass die Kapsel langsamer wird, einen Moment stehen bleibt, die Richtung wechselt, nach unten fällt. Auf diese Weise können wir die Experimentierzeit von 4,5 Sekunden auf 9,3 Sekunden nahezu verdoppeln. Die Kapsel fällt schwerelos nach oben. Der Abbremsbehälter hat eine Höhe von 8 Meter, wiegt etwa 10 Tonnen. Und nach dem Schuss, nach der Freigabe, schwingt er innerhalb von 2 Sekunden in diese Position, in diese Abfangposition. Das Labor wird durch die Röhre geschossen. 9,5 Sekunden Zeit für die Forschung in der Schwerelosigkeit. Ein wichtiges Forschungsfeld ist das Verhalten von Flüssigkeiten bei Nullgravitation. Dazu wurde in Bremen ein Experiment entwickelt, das dann im richtigen Weltall durchgeführt wurde. Denn die Forschung im Fallturm hat Grenzen. Im Fallturm habe ich ja bis zu 9 Sekunden Zeit im Katapultflug. Da kann ich einen Parameter einstellen und mehr nicht. Ich habe aber ein großes Parameterfeld, wie man sich denken kann, verschiedene Einflussparameter. Und um jetzt wirklich eine gründliche Studie dieses Phänomens durchzuführen, brauche ich viele Tage an Experimentierzeit und die kann nur die Raumstation zur Verfügung stellen. Doch eignet sich die Anlage hervorragend, um solche Versuchsaufbauten zu testen, bevor sie später zur internationalen Raumstation ins All fliegen. Die Installation und Inbetriebnahme wurde von Bremen aus überwacht. Der Astronaut kriegt einen vorgegebenen Zeitraum, 3 bis 4 Stunden. Und dann geht er nach einer Prozedur auf dem Rechner. Nimm das Kabel, schließ das an, tu das da rein, dann bau die Linse dran. Also so, wie sie ein IKEA-Regal zusammenbauen. Das haben wir vom Boden aus überwacht. Da haben wir genau gesehen, was er gemacht hat. Das war sogar der Commander Scott Kelly. Wir haben auch eingegriffen. Wir haben gesehen, das Kabel, das geht nicht da lang, sondern das geht da lang. Dann hat es 20 Sekunden gedauert. Dann kam Thumb up, danke. Jetzt konnten wir alles live vom Boden. Sie haben ungefähr 5 Sekunden Verzögerungszeit. Ground Control in Bremen-Hornlehe. Von hier aus haben die norddeutschen Raumfahrtforscher einen direkten Zugang ins All. Eine Live-Schaltung nach Houston und zur internationalen Raumstation. Von diesem Raum aus können die Forscher das im Fallturm entwickelte und auf der ISS installierte Experiment steuern und überwachen. Moin, Commander, wie geht's? Alles gut? Wie ist die Situation? Alles nominell? Alles nominell. Okay, wir schauen mal. Wir haben jetzt ein Live-Bild hier auf der Raumstation. Von dieser Bodenstation aus können wir live mit unserem Experiment kommunizieren. Wir haben eine Benutzeroberfläche, auf der wir Kommandos abschicken können. Wir haben eine Empfangstelemetrie, das heißt, wir sehen, wenn ein Kommando angekommen ist, kriegen wir ein Signal zurück. Dann wissen wir, aha, nächster Befehl. Also man muss ja immer schauen, wenn man einen Befehl absendet, wird er auch verstanden und ausgeführt. Seit 1998 kreist die Raumstation um die Erde und wird stetig ausgebaut. Es ist alles dreidimensional. Also ein Labor im Weltraum kann irgendwo sein. Es macht natürlich Sinn, gewisse Dinge beizubehalten, um den Menschen, der da arbeitet, nicht komplett durcheinander zu bringen. Normalerweise kommt das Licht immer von oben. Das sieht man hier auch. Das ist so aus ergonomischen Gründen gemacht, dass die Lampen irgendwo auf einer Seite sitzen, um dem Astronauten noch eine Orientierungsmöglichkeit zu geben.
Doch die größte Gefahr liegt in mangelnder Beanspruchung der Muskeln. Das Problem im Weltraum ist, dass sie kein Gewicht mehr haben. Das heißt, die müssen am Tag 3 bis 4 Stunden Exercise machen. Das ist jetzt der Plan, den die Astronauten haben. Heute Morgen hat der Tarelkin von 11 bis 12 hat er auf seinem Velo, hat er schön auf dem Ergometer gearbeitet, um seine Fitness zu behalten. In der Schwerelosigkeit benötigt der Körper seine Muskeln kaum. Entsprechend schnell bilden sie sich zurück. Dem müssen Raumfahrer permanent entgegenarbeiten. Die kommen wieder mit einigermaßen demselben Muskelkorsett, weil das wäre sonst gefährlich. Was meistens nicht funktioniert, ist die Koordination. Die brauchen dann ein paar Stunden, bis sie wieder laufen können. Sonst, die werden auch meistens rausgetragen. Die Decke wird zum Boden, der Boden zur Wand, die Wand zur Decke. Dazwischen liegt der Lebensraum des Menschen. Es ist für uns selbstverständlich, wenn wir den Arm heben wollen, dann denken wir nicht darüber nach, wie viel Kraft brauche ich dafür. In Schwerelosigkeit brauche ich dafür weniger Kraft. Und das ist eine interessante Erfahrung. Die Astronauten berichten, dass sie am Anfang an den Knöpfen vorbeigreifen, wenn sie sich an den Kopf fassen wollen, sich kratzen wollen, sich schlagen stattdessen, weil sie viel zu viel Kraft zunächst aufgewendet haben. Und das muss man lernen. Alltägliche Verrichtungen, Routine auf der Erde bekommen in der Schwerelosigkeit eine neue Dimension. Von September bis November 2012 war die US-Astronautin Sunita Williams Kommandantin der Internationalen Raumstation. Eine der meistgestellten Fragen ist die nach der Toilette. Wir gucken es uns an. Kommt rein. Number two, right here. Das hier ist für das große Geschäft. Ziemlich klein. Man sollte gut zielen können. Und das Teil hier ist für das kleine Geschäft. So sehen die russischen dehydrierten Mahlzeiten aus. In einer riesigen Tüte. Klar, das ist ja eine Suppe. Besonders die Mahlzeiten verleiten die Astronauten immer wieder zum Spielen mit der fehlenden Anziehungskraft. Das Schönste ist natürlich das Trinken, weil wenn sie es nicht mit dem Strohhalm machen, dann bilden sie zum Beispiel eine Orangenblase, die da so ein bisschen groß ist. Sie schauen sich an, die schwingt dann vor ihren Augen und dann können sie genüsslich halt den Orangensaft einsaugen. Zum Schlafen sollte man sich dann besser anschnallen. Es ist tatsächlich vorgekommen, dass man nach einzelnen Kollegen am Morgen nach dem Wecken lange hat suchen müssen, weil die sich nicht an ihrer Liege festgeschnallt hatten. Die hat man dann gefunden, irgendwo hinten am Ende eines langen Absaugkanals der Klimaanlage, in den sie schlafend reingedriftet sind. Da kann der Traum im All schnell zum Albtraum werden. Sie schweben ja und deswegen brauchen sie einen Schlafsack, sodass sie nicht wegschweben während des Schlafes. Man schläft schlechter, weil man so das Kuschelgefühl nicht hat. Und deswegen braucht man am Anfang doch Schlaftabletten. Also Schlafen ist nicht so toll wie auf der Erde. Das hier ist einer der schönsten Plätze auf der Raumstation, die Aussichtskuppel. Man kommt immer wieder hierher, um einen Blick auf unseren Planeten zu werfen. Und was ist das? Ein Sojus-Raumschiff. Mit diesem Raumschiff werden wir heute zur Mutter Erde zurückkehren. Oh my gosh. Sehnsucht nach Mutter Erde. Einen Monat verbrachte Williams bei dieser Mission auf der ISS. Am 18. November 2012 verlässt sie mit dem Sojus-Raumschiff die Umlaufbahn. Zurück geht es nach dem von Newton beschriebenen Prinzip. Im freien Fall. Nur gebremst durch die Reibung der Luft und einen Fallschirm. Aus der Schwerelosigkeit zurück auf den Boden der Wirklichkeit. Die Amerikaner ließen früher ihre Raumschiffe in den Pazifik fallen.
Doch mit dem Space Shuttle entwickelten sie dann ein Raumschiff, das einen sanfteren Übergang aus dem All zurück zur Erde ermöglichte. Discovery, on at the 180. On at the 180. Im Segelflug kehrten die Astronauten zurück zum Heimatplaneten. It's currently 3500 feet. Doch das Shuttle erwies sich als zu kompliziert, zu teuer und auch zu gefährlich. Nach insgesamt 135 Flügen und zwei Unfällen mit 14 toten Raumfahrern wurde das Fluggerät 2011 ausgemustert. Main gear touchdown. Pilot Jim Dutton now deploying the drag chute. In Berlin setzt der Airbus Zero-G zur Landung an. Ähnlich sanft wie mit einem Space Shuttle kehren die Schwerelosigkeitsgäste der DLR-Mission zurück zum Boden. Ende einer Raumfahrt mit Sturzflügen. Und wie war es? Wir sind wieder da, haben 15 Flüge gemacht. Es ist ziemlich affengeil. Die Erde hat sie wieder. Nach über einem Dutzend Parabelflügen mit jeweils 20 Sekunden Schwerelosigkeit. Summierte 3 Minuten Befreiung von der 10 Anziehungskraft des Heimatplaneten. Und eine Idee vom größten Abenteuer der Menschheit, der Weltraumfahrt.